Und damit ist alles angerichtet für dieses Spiel am 44. Spieltag. Der ESV Kaufbeuren startet im 1.3. ganz in Rot von links nach rechts gegen die Eispiraten aus Grimmitschau in Weiß und Rot. Im 1.3. von rechts nach links Jiri Laaksonen und Topscorer Tobias Lindberg am Bulli. Und Daniel Harrer schmeißt die Scheibe rein, das Spiel läuft. Viel Spaß beim Spiel. Für Reichel und Saponari. Ja, viel Platz, zu viel Platz. Ja, super gespielt, 1:0. Saponari hat ganz viel Platz. Und Thomas Reichel war der Torschütze, wenn ich es richtig gesehen habe. Saponari setzt sich durch. Dann ist es ein 2:1. Und Thomas Reichel, du sagst es richtig, steht dann goldrichtig und bringt Grimmitschau nach nicht mal 120 Sekunden hier in Führung. Und wir müssen wieder mal, Phil, über einen verschlafenen Start des ESVK sprechen. Ich habe gerade überlegt schon, ob ich was sage nach dem ersten Wechsel in die Richtung, dass man in letzter Zeit ja immer ein bisschen den Start verschlafen hat. Steen Fischer, Lammers. Tor! Ich wollte schon sagen, warum kein Direktschuss und dann kommt der Schuss und Tyler Spurgeon fällt ihn ab. Eigentlich kein gutes Powerplay bis hierher, aber dann die eine Chance gehabt, die Chance genutzt. Gute Schussposition für Lammers. Und am Ende dürfte es wieder Tyler Spurgeon gewesen sein in Überzahl. So sieht's aus. Der die Scheibe abfälscht. Und mit seinem 14. Saisontreffer sein siebtes in Überzahl. Der Berlanson gefährlich vor dem Tor und da ist das 2:1. Dominik Walsh steht gut, steht goldrichtig. Das war aber arg einfach. Ja, überhaupt keine Gegenwehr von der Verteidigung des ESVK. Zum zweiten Mal kommen die jetzt völlig frei zum Abschluss. Hier löst sich Walsh von Max Hobbs. Es sind im Endeffekt zwei Grimmitschauer, die frei vor Daniel Fiesinger stehen im Schluss. Schön gespielt, der Grimmitschauer. Aus diesem Spiel hier was mitnehmen zu können. Aber erstmal wieder Grimmitschauer mit Kaninen. Fiesinger lässt prallen und den Abschuss von Dominik Walsh hat er dann sicher in der Fanghand. Lindbier setzt sich durch, Berlanson. Viel Verkehr vor Fiesinger und Max Berlanson zum 3:1 für die Eispiraten. Und Daniel Jun nimmt die Auszeit, hat genug gesehen fürs Erste. Geht viel zu einfach für Grimmitschau. Hat auch das Gefühl, die müssten sich gar nicht groß anstrengen hier. Nee, sieht nicht so aus. Einfach null Zuordnung in der ESVK-Defensive. Man merkt auch, dass der ein oder andere Verteidiger ganz große Probleme hat, wie schon bei den vorigen Gegentoren. Watson, Lammers. Außenpfosten. Gut gespielt. Gut gemacht von Tyler Spurgeon. Gorczyk, Außenpfosten. Guter Schläger Vorcheck von Lammers und hier spielt sich Scheibe das ist noch aus. Frei. Immer noch frei und jetzt ist, nein, Schneider da, aber der Pfiff ist da, obwohl die Scheibe noch kurz frei war. Luis in der Mitte lag so mit Luis. Tor! Und da ist der Anschlusstreffer, Sami Blomqvist zum 2:3 aus Sicht des ESVK. Und ganz großen Anteil meiner Meinung nach Jamal Watson an diesem Tor, der zuerst sich durchtankt, die Scheibe verliert, sie sich aber wieder zurückholt und den nächsten Angriff initiiert. Abschluss dann von Luis Schneider ist erst noch zur Stelle und Blomqvist steht dann da, wo Blomqvist steht. Und bringt den mit der Rückhand über die Linie und erzielt sein 18. Saisontor. Berlanson, da wird es gefährlich. Lindbier kann ihn nennen. Und Fiesinger. Der Weg.
Kaninen Tor. Und durch die Beine zum 2:4 in dem Moment, wo Nifosi zurückkommt. Gut gespielt von den Krimmelschauern. Man muss auch wieder sagen, die Kopfbeuter haben es zugelassen. Dass Kaninen sich da hinten wegstiehlt. War gut zu sehen, was da der Plan ist. Und für Daniel Fiesinger natürlich dann unglücklich, aber sag mal, der war in den letzten Spielen so oft der überragende Rückhalt. Und dann ist es halt auch direkt gespielt und man muss sich bewegen. Ja, ärgerlich, aus Sicht des ESVK. Ja, war umso ärgerlicher, weil Sebastian Gottschick die Teilscheibe tief spielen kann, wenn man das mal so auch so sagen darf vielleicht. Wir geben dem ESVK wirklich wenig Platz, auch wenn es so wie jetzt dann mal richtig gut gespielt war. Wenn Fabi Kurzhol den nächsten Fehler macht. Schau mal, Watson nicht weiß, wo die Scheibe ist. Und Daniel Fiesinger chancenlos ist, weil man wieder allein gelassen. Hayden Verbeek, der Torschütze. Solche Geschenke darf es natürlich nicht geben. Keine Chance für Fiesinger. Und die Eispiraten nutzen die Chancen halt im Gegensatz zum ESVK, der im zweiten Drittel ja auch so ein Geschenk bekommen hat und die Scheibe nicht im Tor unterbringt. 10. Saisontreffer für Verbeek. Tor! Steffen Fischer gerade noch das, die große Möglichkeit vergeben und dann nach dem gewonnenen Bulli den Schuss abgefeuert und wahrscheinlich von Miki Sari noch entscheidend abgefälscht zum 3:5 Anschlusstreffer. Ja, da kommt der Schläger von Sari. 3:5. Görgen, Kraus, Sari nochmal, Mike Sari, 4:5. So schnell kann es gehen. Schön freigespielt im Slot, nimmt dann den Schuss direkt. Aus der Drehung und er passt genau oben rein. Keine Chance für Christian Schneider. Jürgen Kraus. Fischer zum Tor. Sari fecht ab. Am Tor vorbei. Watson. Und über das Tor. 10 Sekunden. Ein Abschluss ist noch drin. Lemmers hat den Schläger auf der falschen Seite. Sari abgeblockt. Und dann ist das Spiel zu Ende. 4:5 verliert die ESVK gegen Krimmelschau.